Genau, Leute. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hey. Ja, wir wollen zu der Tür. Durch die Tür, nicht zu der Tür. Wir sind ja vor der Tür. Und ich habe hier meinen kleinen Freund mitgenommen, der mir vielleicht hoffentlich noch Rückendeckung gibt. Genau, und ich werde die Tür mal aufmachen. In der Hoffnung. Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Ja. Suche nach Updates. Server online. Wer? Cool. Der hat uns das Ding echt mal ein bisschen gerettet. Nein, ich wollte dich eigentlich ausfahren lassen. Genau so. Ich hole mir nochmal ein bisschen Heilung. Hallo. Wo bist denn du bitte? Hallo? Ich glaube, der ist oben. Da. Hallo. Warum wir eigentlich nicht so einen Operator mitnehmen? Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen könnte. Danke. Halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So gut wie neu. Sie können einen Service-Tagebuch. Natürlich, den fülle ich garantiert aus. Oh, habe ich den schon untersucht? Ja. Jetzt wird es dunkel schon wieder. Gut. Frachtcontainernummer. Nein. X. Alter, ernsthaft? Y. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts raus. Was war das? Der hat hier drin gelebt. Auszug einer. Dieses Laufwerk enthält belastende Beweise zu. Geheime interne Memos. Okay. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du solch ein Risiko auf dich nimmst. Für mich und die Volontäre, die keine Stimme mehr haben. Der Gedanke. Okay. Stifte! Klopapier. Was passiert denn jetzt hier die ganze Zeit? Ja, und nü? Was soll ich jetzt machen? Abgeschichte. Ich habe mir selbst die Anweisung gegeben, die Talos zu zerstören, wenn die Typhon ausbrechen. Dafür sind zwei Schlüssel erfordert. Meinen Schlüssel und der meines Bruders. Ich könnte für meinen einen... Okay, dann müssen wir zu Alex, meinen kleinen... Großen. Klein, groß, mittel, wie auch nach dem. Ist nur die Frage, wohin? Alter, es ruckelt. Und dann können wir das aufmachen. Cool. Ja, komm. Fahr dich aus. Ich repariere... Gott, PC, was ist los mit dir? Willst wohl nicht mehr. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Danke. Reparatur abgeschlossen.
Muss ich dadurch? Teilmaterial unzureichend. Keine Aktion. Was haben wir denn hier? Nichts. Gut, hier kommen wir auch. Gut, das ist blockiert. Kann man da durch? Mikrogravitation entdeckt. Warte doch mal. Warte, warte. Bin ich denn jetzt so? Okay, ich glaube, wir... Ich weiß gar nicht, wo lang wir müssen. Ich weiß es echt nicht, wo lang wir müssen. Vielleicht müssen wir auch wirklich hier rein. Oder auch nicht. Je nachdem. Kann ich hier irgendwas machen? Also durch diese... Macht das was mit mir? Nö. Falsches Ding. Ich muss erstmal mal kurz klarkommen hier. Oh, guck mal, da. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich glaube. Und vermuten. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich sonst lang gehen sollte. Das ist abgeriegelt. Gut. Dann bin ich doch falsch hier. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwo gegen donke. Donke besonders. Gut, dann ist das hier schon mal falsch. Aber wo soll ich denn sonst lang? Von da kam ich. Ich muss da lang. Schwerkraft normal. Das ist toll. Huch. Was ruckelt mein PC heute so dermaßen zusammen? Das ist Abregung auf Direktorenebene. Verstehe ich nicht. Alter. Muss ich vielleicht... Das kann ich nicht anmachen, oder? Wieso ruckelt mein PC so? Da gehe ich mal lieber nicht ran. Ich habe schon wieder verpeilt, was ich machen muss. Ey, oh.
Ich glaube, das bekommt die auch gerade mit, dass es so dermaßen ruckelt gerade bei mir. Wo geht's denn hier lang? Ich gehe mal hier lang. Ja. Ich gehe einfach mal da lang. Mal sehen, wo ich hinkomme. Ob ich jetzt. Vielleicht ist es auch der richtige Weg. Alles möglich. Oh, jetzt bin ich gegen ZZ. Sorry, Leute. Oh, ja. Ladebildschirm. Den habe ich ja total vergessen. Ladebildschirm. Dauert lange. Sehr lange sogar. Bildschirm. Ich drücke. Mika, weiß nicht, ob Sie Ihr Transcribe haben. Morgan ist auf dem Weg zu Ihnen. Ich warne Sie nur vor, damit niemand aus Versehen auf Sie schießt. Schnell abgeschlossen. Morgan? Ist die nicht auf der Erde? Ich glaube, wir sind richtig. Morgan? Mikaela. Ich habe nicht auf Ihr Transcribe geachtet. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, Sie wären weg, weil... Egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu und umgehen Sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... Kommen Sie einfach her, ja? Ja, ja. Ich versuche den Tyson irgendwie... dass sie mich halt nicht sehen. In der Hoffnung, dass sie das auch nicht tun werden. Da unten liegt was. Aber wie komme ich denn da wieder raus? Gar nicht. Sollte ich lieber lassen. Na toll. Läuft gut. Zwei haben Ausrüstung ausgeliehen und noch. Ja. Okay, das lasse ich erstmal. Ich muss. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Läuft bei mir. Warum mache ich sowas eigentlich? Komme ich hier hoch? Wartet mal, ich... Ah! Ich sollte doch mal mein Licht anmachen. Ich glaube, hier komme ich soweit nicht raus. Ah, aber so könnte es hinhauen. Komme ich... Dann nach oben? Nüpp. Aber wahrscheinlich... Ja. Ja, 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 ja. So bin ich, ja. Perfekt. Irgendwo da geht hier noch was rum. Da muss ich irgendwie hin. Soll ich denn das machen? Ich weiß nicht, was für ein... Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht...
Dann scannen wir den nochmal. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Au, ihr Säcke. Au, 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 au. Geschafft. Und ja, meine Pistole sieht auch sehr toll aus. Hätte man auch eigentlich schleichen können, aber nö. Ich bin ja diejenige, die gerne draufhaut. Ich glaube, hier. Eins sieht mich aber hier. Komme ich hier nochmal wieder hoch? Ja. Ich hoffe, das Ding beballert mich jetzt nicht. Alter, so jetzt reicht es mir. Wo habe ich das Ding hingepackt? Wo sind denn meine Neuromods? Da. Kann ich? So. Ganz toll. Ich will aber an dieses Ding hier ran. Beantrage neuen Operator. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich bewundere ihre Taten. Sie hätten Chief Alassar und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben. Sie können einen Fragebogen an Empfang ausfüllen. Ich bin doch total nett. Sonst können wir wenigstens schwere Sachen bewegen. Hacken wir mal. Sonst beschießt mich das Ding. X. Und B. Da ist Stickstoff, da ist Luftmangel drin, kann das sein? Nicht an Weber weitergeben. Wer ist... 2397. Nicht an Weber weitergeben. Sollen. Ich konnte nicht, Chief. Konnte diese Leute nicht. Kommen Sie zu den Fluchtkapseln. Negativ. Fluchtkapseln defekt. Als wären sie deaktiviert. Nur vier von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft. Ich sehe Rammer hinter Ihnen. Negativ. Rammer ist nicht mehr Rammer, Chief. Diese Dinger. Chief, der Aufzug geht nicht. Sind ausgesperrt. Oh Gott, Rammer. Rammer ist hier. Teak, weg. Teak. Erika, komm. Da ist ein Geschütz. Aber irgendwie sieht das aus, als ob es...
Aber vielleicht kommen wir an den Tresor ran. Wir haben ja den Code. Wartet. Ich hoffe, das ist... Wartet. Ich speichere einfach mal. Genau. Ja. Bist du die Frage? Was? Ah, ich habe das Ding wieder verschlossen. Warum ist es so? Hallo? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich flicke das. Danke dir. So, wieder kurz anhalten und selber lesen. Programm einfach mal herunterladen. Gott sei Dank sind wir hierher gekommen. Ja, ganz, ganz toll. Da müssen wir auch hin. Sehr viele Lebenszeichen. Ach, Weber, das ist... ich weiß, du glaubst, ich hätte es auf dich abgesehen. Wahrscheinlich. Die haben doch alle Probleme hier auf dem Schiff. Okay, die ist... Ich komme. Was willst du eigentlich? Oh. Schock meines Lebens. Ich wollte eigentlich den nicht... Zu weit. Ja. Geh. So, unser. Einsatzbereit. Ich auch. So. Was haben wir denn hier? Hallo? Ist hier noch irgendwas? Irgendwas hat mich schon wieder entdeckt. Lesestoff. Für alle was dabei. Okay, irgendwas mit Kennedy. Einfach mal alles runterspülen. Warum auch immer. So, ich bin voll. Was hast du denn geschossen hier? Toll, also das war ein Wort mit X. Ich hätte es hier nicht machen brauchen. Gut, dann würde ich sagen, wir tackern einfach mal wieder zurück. Muss ich nicht verstehen, oder? Nö. Gut. Was. Ich muss nicht hier lang, ich weiß. Hallo? Da ist irgendwas aggressiv auf mich da unten. Wir sind
Komm schon, ausfahren! Ausfahren! Ungünstig. Ich wollte einfach nur noch mal gucken. Mann, oh. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Alter, du kleine Drecksau. Kommt einfach um die Ecke gestürmt. Was war denn da oben? Ah, wir haben ja noch einen Medici-Typen da oben. Hallo. Genau, hi. Schön, Sie zu sehen. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Danke. Bedrohliches. Sie werden sich bald wieder nennen. Total. So, dann mal die Dinger hier durchsuchen. Ich habe das Gefühl, dass wir da nicht rüberkommen. Aber Hauptsache erstmal desinfizieren. Gut, dann können wir jetzt um die Ecke gucken. Gut. Ist hier irgendwas? Ah. Das kann ich da wegräumen. Nö. Alter! Autsch! Drecksack. Ich hab nichts gesagt. Was ist denn hier lang? Muss ich hier eigentlich hin? Habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich hier ein bisschen falsch bin? Aber wir gucken einfach mal. In der Hoffnung, dass hier nichts rumgurkt. Noch einen ganz schön stressigen Kampf hier aus. Habe ich hierfür? Nein. Habe ich nicht. Kann ich... Wo ist denn mein... Den kann ich nicht ausrüsten? Ich würde den gerne ausrüsten. Hallo?
ist. Auch nicht. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Und was knackt hier gerade? Ups. Würde ich einfach mal dazu sagen. Ach, okay, hier. Habe ich noch eins? Nein. Na, toll. Bin weg, D.E. Lass mich rein. Gut, da werde ich nicht lang gehen. Nein, werde ich nicht. Oh, da liegt da noch was. Ich werde mich nochmal auf LAN gehen. Ich würde sagen, Leute, ich werde hier wieder meinen Cut machen. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Und in der nächsten Folge werden wir halt dann mal sehen, wie wir über diesen wunderschönen elektrischen Teppich hinweggehen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.